So. Okay, alles aufladen, was man aufladen kann. Ich würde sagen, Baumeister brauchen wir erstmal nicht. So viel baue ich gerade nicht. Ich nehme den Kraftschub 2. Für mehr Trefferpunkte. Was Neues erfinden. Den Ladeschacht. Das könnte man mitnehmen. Okay, Geschützturm, Munitionskapazität nochmal plus 60%. Und ich habe noch zwei CPUs übrig. Fünf Stück für fünf Geschütztürme. Okay. Das kann man machen. Nice one. Oh, Junge. Ich bin mega gespannt. So, ich will erstmal hier zu dem Verbindungsturm. Aber hier gibt es noch eine Quest. Aber es ist ein One-Way-Ticket, ne? Kann man die kaputt machen? Da richtet dieses Werkzeug keinen Schaden an. Also es gibt noch eine bessere Waffe, mit der das dann geht. Okay. Ja, komm. Schnauze. Also, lass mal schauen. Ein Tor versperrt den Weg zu einer geheimnisvollen Grube, in der eine merkwürdige Energie knistert. Finde einen Weg, es zu öffnen. Schau dich um, finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Da ist ein Häuschen. Steht erstmal einer. Ist der Schlüsselwächter am Ende. So. Irgendwas Großes geht hier vor sich. Offenbar verlieren jetzt sogar die Leute am Ruder die Nerven. Okay, gibt es irgendwas? Das kann vom Verbindungsturm aus geöffnet werden. Du brauchst dazu einen bestimmten Schlüssel und die einzige Person, die einen hat, wurde zuletzt in der Industriehalle gesehen. Jo. Das heißt, um dahin zu kommen, muss ich erstmal hier hin. Den Schlüssel. Okay, das machen wir. Nice one, oh, ich freue mich. Oh, dieses Spiel, ne, es ist mega nice. Mega, mega nice. Progress in kleinen Schritten, das ist echt sehr geil. So, Hackebeil brauchen wir nicht. Würde ich sagen, ich gönne mir den hier. Die Schaufel mache ich raus. Okay. Katana-Style. Yeah. Okay, das ist noch ein Kalle. Was haben wir hier noch? Elektronikteile. So, Kalle, bleibt mal stehen. Aber nicht so. Okay, außenrum hier. Schleichen. LKW-Fahrer ist in dieser Gegend auch kein Traumjob. Ich finde generell LKW-Fahrer, da musst du für geboren werden. Ist mir auch nicht mein Job, ne? Wenn ich ehrlich bin. So, die lasse ich mal da stehen. So, ich war aber eigentlich noch mit dem anderen Gebiet nicht fertig hier, ne? Oh, nee, er hier, ne? Scheiße. Oh, ein Geschützturm. Okay, also. Gönne ich dem erstmal eine Granate. So, im Simulator fährst du gerne LKW. So kann man auch drauf verzichten. Ja, das ist natürlich was anderes. Da gebe ich dir recht. So, ihn würde ich gerne one-hitten. Aber er steht scheiße. Warum musst du da jetzt so stehen, du Sacknase? Reicht es hier, die Wand zu zerdeppern und ihn zum Explodieren zu bringen? Na, also wenn es hier hingeht und eine gut platzierte Granate. Hat ihn das gejuckt? Es hat ihn nicht gejuckt.
Okay, wenn er zurückläuft, lauf zurück, dann mach ich Tür auf, geh rein und... Nice one. So, wenn ich schon mal hier bin, Truhe looten. Aber da frage ich mich auch, warum steht das alles hier in diesen Fässern rum? So. Lesen. Yo. Ja. Ja. Macht Sinn. Okay, ich habe hier was und da was und... Oh, shit. Der General kam hereingestürmt und brüllte irgendwas vom Ende der Welt und so. Er hat sich hier fallen gelassen. Sieht so aus, als ob er Landkarte für sämtliche Schlüssel und ein paar Order mitbekommen. Finde raus, wohin der General verschwunden ist. Suche nach dem... Boah. Okay. Also, das ist die Karte von dem Gebiet hier. So viel steht fest. Vermute ich. Hier unten ist was Großes. Hier geht's noch rein. Oder ist das das Gebiet hier? Also den kann ich safe nicht aktivieren. Hier läuft ein Fluss entlang. Der Fluss war, glaube ich, auch hier eingezeichnet, ne? Ist er hier über eine Brücke gefahren, der Zug? Ging der hier durch und dann hier hoch? Das muss alles genau analysieren hier. Okay. Okay, aber das wird echt, boah, eine lange Aufgabe werden. Das heißt, ich muss erstmal die ganzen Bums hier weiter erkunden. Schnauze. 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 So, wenn wir ein paar Zwiebelchen. Komm, jetzt sammel doch ein die Scheiße. Oh, nice. Samen einer bestimmten Süßsauce, die man dem Verzehr kocht. Es gibt Reis auch noch. Wieder was Neues entdeckt. Cool. Genau, Mana-Perlen im Kühlschrank. Cool. Okay. The third Manu effect, the temporal shift. When Manu is heated to high temperatures, nearby observers experience sudden shifts in time. All experimentation on this effect is prohibited. Let's not meddle with the structures of time. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Jetzt hat er wieder keinen Platz. Okay, also Zeug weg und dann. So, kann man noch looten. Okay, also das ganze Ding muss ich erst erkunden. Sonst weiß ich hier auf keine Fälle weiter. Das heißt, erstmal die komplette Map ablaufen. Okay. Damit ich überhaupt hier weiß, wo ich bin. Wie ich bin. Aber ich würde trotzdem mir erstmal diesen Verbindungsturm anschauen. Das würde ich doch ganz gerne erstmal herausfinden und mir angucken genauer. Ziemlich hart abgezäunt, ne?
dir ist kalt. Ja, du hast doch alles an. Ganz schön kalt. Was braucht... Der hat doch alles an. Der hat die... den Wintermantel an. Der hat die Kopfbedeckung. Und der hat die Wärmflasche. Dem ist trotzdem zu kalt noch. Wow, okay. Der Katan ist noch kein One-Hit. Okay, was brauche ich, damit ich hier nicht erfriere? Okay. Den mache ich mit dem Hammer. Und dreh dich um. Scheiße. Ja, und jetzt da. Bleib stehen. Auf und Schnauze. Stehen bleiben. Danke. Du bist echt stressig hier, du Bimmel. Meine Herren. Okay, gedrückt halten zum Aktivieren. Aber ich kann den doch aktivieren. Hä? Dann ist das das Gebiet hier. Dann ist das hier das Gebiet. Okay, Polaris Tor öffnen, das geht nicht. Das gönne ich mir sowas von. Wo ist dieses Polaris Tor? Das ist hier drin, was mich zu dieser Anomalie führt. Okay. Gut. Jetzt habe ich hier auch einen deutlich besseren Blick auf die Map. Also. Okay. Hier haben wir dieses ominöse Mana-Energie-Dingens. Das heißt, das Tor. Wo ist dieses Tor? Das Tor ist das Ding hier. Da geht es dann hier rein, hier rum, irgendwie hier durch. Hier hinten einen dicken Secret Area Bereich. Oh Junge, das wird heftig. Hier ist eine Brücke, die man reparieren muss. Okay, und ich muss jetzt hier in diesen Part der Insel gehen. Und gucken, wo genau dieser Gen... Das ist riesig. Da brauche ich Bauholz, um den reparieren zu können. Die Brücke. Haben wir irgendwelche Grüfte oder so? Da haben wir eine Gruft. Schon mal eine. Okay. Das ist auch Polar. Das ist ein mega, mega großes Gebiet. Okay. Gut, haben wir das. Also, erstmal hier oben im Eck. Aber hier ist ein großes Ausruf. Aber ich mache trotzdem erstmal, ich arbeite mich von oben nach unten durch und würde sagen, ich gehe erstmal da oben in das Eck hinein. Das wäre ja dann hier. Hier dürfte ich vielleicht dran vorbeikommen. Hier rum und dann da hoch. Gut. Hallo? Aber ich frage mich echt, ich hoffe echt nicht, dass er erfriert, ne? Weil das ist echt krass, das ist echt krass. Dass er so hart am Frieren ist. Und ich habe gewisse Safe Spots, die ich betreten muss, damit er nicht erfriert. Das ist minus 42. Das heißt, bis minus 39, vor allem minus 38 Grad Celsius ist für den in Ordnung. Kann er aushalten. Aber 2 Grad tiefer macht er nicht mehr. Okay. Oh, nice one.
Also das Betäuben ist sehr mächtig. Das ist wirklich sehr mächtig. Okay, da haben wir so einen Giftwerfer. Ich will den One-Hitten, ne? Sehr schön. Ich denke, die Kälteleiste dient dem Überlebensaspekt und die Kleidung würde der Balken rasenvoll wieder. Aber hallo. Aber das ist schon das Maximum, was ich bis jetzt hier mir herstellen kann, was mir wirklich einen Schutz für Wärme gibt. Ich vermute mal, es gibt bestimmt irgendwie noch Essen oder sowas, das ich eventuell mit dem Reis herstellen kann, das mir vielleicht noch mehr Kälteresistenz gibt, beziehungsweise Wärme. So, ich wollte aber hier oben lang, die Nudel. Dahin, und nicht so weit runter. Das weiß ich nicht, ist ja komplett blind hier für mich, das Spiel. Etliche Stunden, ich glaube knapp 40 Stunden hier schon gespielt. Oh, Kalle und Hundis. Aber ich lerne immer noch mehr dazu. Es gibt immer noch mehr zu entdecken. Was ich echt feier. So, Kalle, komm mal her. Hier ist wärmer. Hier fühle ich mich wohler. Oder auch nicht. Hier geht's. Das heißt, irgendwie hier rüber und dann passt das. Hallöchen, Mental Madness. Ein Obelisk ist auch noch aktivierbar als gefunden. Die Obelisken habe ich noch gar nicht ich habe einige schon ja hier gefunden, ja, die Geschichten. Aber ich würde echt die wirklich so dann erst machen, wenn ich sämtliche Funktürme hier irgendwie aktiviert habe. Dann erst würde ich diese Obelisken angehen. Es gibt noch tonnenweise zu tun. Ich freue mich mega drauf. Aber das kommt alles noch. So, dann warte ich einfach mal hier, bis die Wärme wieder auszuhalten ist. Dann geht's weiter. Aber das Spiel macht Laune. Es macht mega, mega Laune. Kann ich wirklich jeden, der irgendwie so Survival-Dinge gerne spielt, wärmstens empfehlen. Feuerchen. Yeah, danke. Danke, Spiel. Vielen Dank. Freue ich mich. Danke. Für das warme Feuer. Leck. Okay, der wird hier weggesnipert. Eigentlich wollte ich schießen, ne? Ich nudel. Bin ich wieder hart gefettfingert. So, okay. Jetzt hier oben hin. Ich hoffe, ich schaffe das. Wärmflasche habe ich. Oh, Junge, noch so einer. Du sollst da hinten auf den zielen. Oh, leck, diese Anvisierung. Wärmflasche ist alles an. Wärmeflasche, dicker Anzug und Kopfbedeckung. Trotzdem ist ihm kalt, der Nudel. Und zwar extrem kalt. Nein, 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 nein. Nicht erfrieren, nicht erfrieren, nicht erfrieren. Oh, fuck. Okay, kriege ich auch Damage. Oh, Junge. Okay, 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 okay. Ich muss gucken, ich brauche irgendwas noch, was mir mehr an Wärme gibt. Ich hab's noch nicht. Eine Wärmeflasche kann ich auch nicht aufwerten.
Geht alles nicht. Dann der Obelisk. Das heißt, ich sollte die Obelisken jetzt schon angehen, weil die mir Sachen geben, die mich verbessern können. Das willst du mir damit sagen, mein Lieber. Okay. Okay. Dann sollte ich ja hier erstmal nicht weitermachen. So. Dann lass mal gucken, wie so ein Obelisk auf der Karte aussieht. War da irgendwo ein Obelisk des Krieges in der Zeng-Wüste? Müsste ich dann vielleicht in einem anderen Gebiet, war hier auch noch irgendwie ein Obelisk? In Borales am Start irgendwo, den ich übersehen habe? Das auch einer. Das heißt, sind dann eventuell die Obelisken notwendig, um noch diese ganzen passiven Geschichten hier? Kannst sie aktivieren und dir dann einen Bonus nehmen. Also es kann immer nur ein Bonus aktiv sein. Okay. Good to know. Aber wenn ich hier schon am Erfrieren bin, dann lohnt es ja gar nicht erst hier weiterzumachen, weil ich brauche einen Buff, der mich ja vor Kälte schützt. Das heißt, ich müsste diese ganzen Obelisken jetzt erstmal angehen. Ich habe einen freigespielt, ich habe hier unten einen zweiten. Hier ist ein dritter, da ist ein vierter. Hatte ich den eben schon? Ich weiß es nicht. Nee, hatte ich nicht. Fünf Stück. Wäre hier irgendwo noch einer, den ich eventuell übersehen habe? Junge, okay, also ich muss auf jeden Fall, ich kann hier erstmal nicht weitermachen, bis ich irgendwie was habe, was mich effizient vor Kälte schützt. Okay. Dann gehe ich zurück zum Verbindungsturm und schau mal. Hier geht's auch noch weiter. Und ich habe noch die Bahnstrecke hier unten. Du müsstest über den Westhafen Kais machen. Aber das ist ein Gebiet, das ich noch nicht entdeckt habe. Ich weiß, dass ich hier weiter kann mit der Lok, wenn ich den nötigen Mats noch habe. Und hier ist auch noch eine Brennstoffzelle, die ich brauche. Okay, okay. Ich würde sagen, ich gehe erstmal zurück. Das Gebiet haben wir entdeckt. Okay, habe ich mir gedacht. Gut, das heißt, hier bringt es erstmal nichts weiterzumachen. Ich muss erstmal bessere Stats noch bekommen. Okay. Das ist doch, das, ich find's mega, ich find's geil. Cool. So, hier ist der nicht mehr kalt. Hier ist nur zugemüllt. Ganze Scheiße. Das kriegt er auch nicht platt. Da drin ist ein Kalle und ein giftiger Günther. So, ich will einfach nur zu dem scheiß Turm zurück. Spiel. Wäre sehr nice. Okay. Gut, dann gehe ich diese ganzen Obelisken mal an. So.
So, vom Warmen, vom Kalten ins Warme, ne, dann kriegt erstmal hier Derbst den Kollaps. Safari-Dress und den Eisblock. Bei der Eisblock wäre zu viel, das braucht man nicht. Bei den rein, das sollte reichen, genau. Okay, gut, dann blende ich die Quest mal aus, weil da komme ich nicht weiter. Und dann schauen wir mal.